Moin, mein Name ist Christopher Fritze. Wir sind hier in Kalübbe in meinem Schlachthaus. Ich zeige euch heute mal den theoretischen Teil vom Schlachten und jetzt, ja, kommt einfach mal mit und schaut mit mir zusammen hinter die Kulissen. Das Schlachthaus unterteilt sich grundsätzlich in schwarzen und weißen Bereich. Der schwarze Bereich ist der unreine Bereich und die Mitarbeiter dürfen aus hygienischen Gründen aus dem unreinen Bereich nicht in den weißen Bereich eintreten, weil im weißen Bereich das offene Fleisch ist. Hier sind wir im unreinen Bereich bei der Schweineschlachtung. Wir betäuben die Schweine mit Strom und durch die Entblutung tritt der Tod ein. Im zweiten Schritt kommt das Schwein in die Brühmaschine. Das ist eine Maschine, wo die Borsten von dem Schwein entfernt werden. Im dritten Schritt wird das Schwein aus dem Brühkessel herausgenommen, auf den Schragen gelegt. Und hier werden meine Mitarbeiter mit der Hand nacharbeiten, um die Stellen sauber zu bekommen, die die Kratzmaschine nicht sauber bekommen hat. Im vierten Schritt hängen wir das Schwein auf die Niederbahn, spreizen es, um es dann ausnehmen zu können. Im fünften Schritt nehmen wir das Schwein aus und sägen es in zwei Hälften. Im sechsten und letzten Schritt schieben wir das Schwein in den Vorkühlraum, wo es langsam runterkühlen kann. Ich hoffe, ihr konntet einen Eindruck gewinnen, wie wir mit den Schweinen von Ein Stück Land umgehen. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Bis dahin, tschüss!